Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit deiner Sanni. In den letzten Tagen habe ich einige Nachrichten von euch bekommen und zwar waren das Fragen, wie man etwas geschafft bekommt. Wie bekommst du alles unter einen Hut? Sandra, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich fühle mich total überfordert. Und genau das sind die Punkte, die ich auch hatte, als ich kleine Kinder hatte. Und das kann zum einen zu eigenem Druck führen, weil man das Gefühl hat, wenn man von außen guckt, alle anderen haben stets immer alles im Griff und man selber scheint irgendwie ja nicht voranzukommen, scheint immer irgendwie hinten anzustehen. Und genau darum möchte ich heute in diesem Video mit dir sprechen. Ja, anscheinend sieht es nach außen hin so aus, als würde ich alles gebacken kriegen und bei mir ist immer alles tippitoppi und immer alles super toll und ich bin total durchstrukturiert und so weiter. Ich muss dazu sagen, es stimmt schon, ich habe immer einen roten Faden für den Tag und ich versuche diesen roten Faden auch irgendwie immer festzuhalten und in der Spur zu bleiben. Doch manchmal gelingt mir das eben halt auch nicht, weil wir von äußeren Einflüssen, toll, danke Licht, von äußeren Einflüssen einfach auch getriggert werden, beziehungsweise es auch Menschen gibt, die von außen etwas von uns wollen. Sprich, der Partner hat eine Bitte, die Kinder wollen irgendwas, der Chef hat eine Aufgabe für einen, der Kollege bittet um Mithilfe und so weiter. Und dementsprechend kann es natürlich sein, wenn wir uns ganz, ganz toll den Plan gemacht haben mit ganz unseren Aufgaben und unseren Dingen und wichtigsten, ja, persönlichen Sachen, dass dieser Zeitplan einfach nicht funktioniert. Ein anderer Fall kann natürlich auch sein, dass es uns einfach emotional nicht gut geht. Und dazu kann ich sagen, ich habe mich in den letzten 2 Wochen komplett aus Instagram entfernt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ganz, ganz lange drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja, Sandra, du musst doch Content liefern, du musst deinen Followern doch Tipps und Tricks verraten, wie sie mit ihrem Alltag oder wie sie besser ihren Alltag managen. Und habe aber festgestellt, dass es für mich zum Beispiel immer so ein Zwang ist. Und das setzt einen natürlich auch zusätzlich unter Druck. Das heißt, die Gedanken kreisen darum, und was mache ich jetzt, wie poste ich jetzt, was für einen Beitrag schreibe ich, was sage ich in der Story und so weiter. Und das sind Sachen, die zusätzlich unter Druck, also einen unter Druck setzen. Und letztlich denkt man so viel über diese Dinge nach und kommt nicht ins Tun. Das wiederum hat zur Folge, dass der rote Faden so einen Abriss bekommt und man ihn sehr schlecht wiederfindet, um an seinen Aufgaben weiterzuarbeiten. Der nächste Punkt ist, warum wir vielleicht Dinge einfach auch nicht geregelt bekommen an dem Tag, ist unser Akkuzustand. Ich vergleiche das gerne mit einem Handy-Akku. Wir nehmen uns ganz, ganz viel vor und wenn du über Nacht dein Handy geladen hast, dann hast du logischerweise, wenn du morgens aufstehst, 100%. Wenn du aber ganz, ganz viel an deinem Handy machst, du schreibst E-Mails, du machst Online-Banking, du bist auf Social Media unterwegs, du telefonierst und so weiter und so fort, dann siehst du von Stunde zu Stunde, wie dein Akkustand runtergeht. Und am Nachmittag hast du vielleicht nur noch 30%. Es gibt manche Tage, da sitze ich sehr, sehr viel an meinem Handy und dann schafft mein Handy es nicht mal, so lange über den Tag zu kommen, bis ich ins Bett gehe. Das heißt, ich muss mein Handy zwischendurch schon mal laden, damit ich über den ganzen Tag meinen Akku habe. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir stehen mit 100% auf, wir geben Gas, wir erfüllen Aufgaben, wir switchen zu Terminen, wir arbeiten an Projekten und so weiter. Und unser Akkustand wird von Mal zu Mal weniger. Natürlich hängt es damit zusammen, welche Belastung wir haben. Gerade wenn wir viel Kopfarbeit haben, geht der Akku natürlich deutlich schneller runter und wir sind mittags einfach müde und erschöpft. Ergo, wir brauchen eine kleine Ladepause in Form von einem Powernap. Doch manchmal ist das nicht möglich und wir versuchen weiter an unseren Dingen zu arbeiten, weiter fokussiert zu sein und so weiter und so fort. Das führt aber wiederum zu Frust, weil wir die Dinge nicht schaffen, weil wir nicht konzentriert genug sind, weil wir genervt sind, weil wir einfach ausgelaugt sind.
Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle einfach mal den Tipp mit an die Hand geben, setze dich nicht so unter Druck. Oder wie ich es auch gerne sage, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Also warum erwarten wir von uns Menschen, dass wir pausenlos funktionieren? Warum wird von uns erwartet, dass wir immer bei 100% sind? Gerade wir Frauen, wenn wir zyklusgeneigt sind, also wenn man so ist wie ich, die den Zyklus merkt, die den Eisprung merkt, die merkt, wann ihre Tage kommen, dann sind wir gestresst, gereizt, schlecht gelaunt, wir sind müde und so weiter. Und wir verlangen unserem Körper, weil er ja noch nicht genug zu tun hat, innerlich diese ganzen Hormone zu switchen und diesen ganzen Kreislauf mit Eizelle und Pipapo in Gang zu halten, verlangen wir trotzdem unserem Körper das meiste ab. Und hier möchte ich an dieser Stelle ganz klar plädieren, nimm den Druck raus und achte auf deinen Körper. Auch ich kriege nicht immer alles unter einem Hut. Manchmal muss ich auch einfach sagen zu meiner Familie, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich brauche jetzt eine Pause. Und das sage ich meinen Kindern auch. Heute zum Beispiel bin ich eine Stunde früher von der Arbeit losgefahren, obwohl ich 7 Stunden Nachtschlaf hatte, was normalerweise nicht üblich ist. Normalerweise liegt mein Schlaf so zwischen 5,5, 6, 6,5 Stunden. Und in den letzten Tagen, das konnte ich sehr gut tracken, wurde mein Schlaf immer mehr. Und trotz, dass ich über 7 Stunden Schlaf hatte, war ich heute Mittag einfach fertig. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu meiner Tochter gesagt, du, Mama, muss ich jetzt erstmal eine 1/2 Stunde ablegen. Ja, alles klar, leg dich mal hin, gute Nacht. So. Und dann ist das halt auch einfach mal so. Ich denke mir dann immer, ja, okay, ich müsste eigentlich Staub wischen oder ich müsste saugen oder das Fenster im Schlafzimmer müsste geputzt werden. Aber mal ganz ehrlich, es ist doch nach dem Powernap immer noch da. Es kommt doch keiner und putzt mir die Sachen weg. Es sei denn, ich habe eine Haushaltshilfe. So, und wenn ich das Geld dafür habe, dann ist es auch definitiv eine Überlegung, sich dort Erleichterung zu schaffen und zu sagen, okay, welche Dinge kann ich abgeben? Welche Dinge möchte ich nicht mehr machen? Ja, auch mit der Familie zu sprechen, pass mal auf, ich koche nicht so gerne. Ein befreundetes Pärchen von uns macht das generell so, da kocht der Mann. Der liebt es zu kochen und wenn seine Frau von der Arbeit kommt, dann ist in der Regel das Kind im Bett und das Essen steht auf dem Tisch. Und mal ganz ehrlich, das ist alles eine Sache der Absprache. Es gibt immer Tätigkeiten, die wir zu Hause nicht mögen. Vielleicht gibt es aber auch da die Möglichkeit, diese Dinge outzusourcen oder ihm halt in der Familie zu delegieren. Es gibt sogar von meiner Schwiegermutter das Angebot, meine Bügelwäsche zu machen. Auch das, ja, ist möglich. Man muss nur offen darüber kommunizieren. Und das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Wir kommunizieren es nicht vernünftig, was uns auf der Seele liegt, was unsere Bedürfnisse sind und erwarten, dass die Menschen von außen sehen, welche Bedürfnisse wir haben und was wir gerade brauchen. Doch das kann keiner von außen sehen. Das können nur wir für uns entscheiden. Wir wissen, ob wir gerade müde sind, ob wir schlecht gelaunt sind, ob wir uns über irgendein Thema Gedanken machen, was uns bewegt und so weiter und so fort. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle wirklich mal sagen, es geht natürlich mit einem roten Faden, seinen Alltag komplett zu managen. Und ich kann hier natürlich auch Tipps und Tricks verraten, wie ich das Ganze mache. Doch das sind meine Tipps und Tricks. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten. Es passt nicht alles. Wenn ich ein Loch in die Wand bohren möchte, dann komme ich nicht mit Meißel und mit Hammer und Meißel, sondern dann hole ich mir vielleicht eine Akkubohrmaschine, ja, oder einen Akkuschlagbohrer. So, wenn ich einen Kuchenteig machen möchte, dann hole ich mir eine Schüssel und ein Handrührgerät oder nehme den Thermomix. Ja, also jeder nimmt das, was er an Werkzeug hat und was am besten dafür geeignet ist. Ich nehme ja nicht die ganze Werkzeugkiste. Also wenn ich ein Regal anbauen möchte, dann komme ich nicht mit einem Trennschleifer oder einer Flex, sondern dann suche ich mir das geeignete Werkzeug heraus. Und genauso ist es im Alltag. Es passt nicht auf jeden. Es passt nicht für jeden, einen digitalen Kalender zu führen. Es passt vielleicht auch nicht für jeden, eine digitale To-Do-Liste zu führen. Nur weil uns der Apple-Kosmos und die Digitalisierung das alles so schön einfach macht. Wenn ich dann aber trotzdem nicht mit diesem Tool zurechtkomme und damit arbeite, dann muss ich nach einer Lösung suchen. Und dann stelle ich mir die Frage, warum passt es nicht?
Habe ich vielleicht mein Handy eher immer irgendwo im Schrank liegen? Nehme das Handy vielleicht nur mit, wenn ich zum Arzt fahre oder unterwegs bin? Oder wenn ich mal zwischendurch auf Social Media gucken möchte? Ansonsten mache ich mit meinem Handy vielleicht nichts. So, genauso ist es mit einem Papierkalender. Wenn der Papierkalender immer nur auf dem Schreibtisch liegt und ich bin aber bei der Kosmetik oder beim Friseur und will einen neuen Termin vereinbaren und zücke dann ja doch wieder das Handy, dann muss ich mir die Frage stellen, warum nehme ich denn meinen Kalender nicht mit? Ist der wirklich nur für zu Hause gedacht? Ist es, weil er nett anzusehen ist? Oder ist es vielleicht doch nicht das richtige Tool? Muss der vielleicht ein bisschen kleiner sein, damit ich ihn in die Handtasche stecke? Muss ich mir vielleicht ein kleineres Modell aussuchen? Und all diese Fragen. Ich kann natürlich sagen, wie ich mich plane, mit einem digitalen Kalender, mit Microsoft To Do und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass das für denjenigen, der dieses Video hier guckt, also du, dass das für dich passt. Und dann heißt es, ich muss in meinem Werkzeugkoffer danach gucken, was für mich geeignet ist. Was sind meine Emotionen? Wie schwinge ich persönlich? Ja, also was sind meine Neigungen? Schreibe ich gerne? Brauche ich Ruhe, um über Dinge nachzudenken und mache das dann handschriftlich? Oder bin ich eher schnell der, ich spreche mal eben was ins Handy ein und dann bin ich mit durch? Also auch diese Dinge einfach mal zu hinterfragen. Und erst dann, wenn ich diese Sachen habe, dann kann ich mir auch meinen roten Faden für den Tag zurechtlegen. Dann kann ich überlegen, möchte ich abends meinen nächsten Tag planen? Möchte ich schon mal so Grundpfeiler festsetzen? Sachen, die ich wirklich abarbeiten muss? Kann ich meine Klamotten abends rauslegen? Kann ich die Brotdosen für die Kinder schon abends vorbereiten, damit ich morgens entspannter bin? Möchte ich Dinge vielleicht eher morgens machen, wie zum Beispiel Yoga? Oder bin ich der Typ, der morgens schon so ein bisschen im Haushalt arbeitet, damit, wenn er von der Arbeit kommt, nicht ganz so viel Hausarbeit auf ihn wartet? All das sind Dinge, die man sich als Fragen selber nur beantworten kann. Natürlich kann ich diese Fragen euch stellen, aber da das ja mit der Interaktion hier außer in den Kommentaren ein bisschen schwierig ist, kriege ich ja so per se keine Antwort und kann darauf natürlich auch nicht so wirklich reagieren. Aber das sind so die Herausforderungen, die ihr mit mir geteilt habt. Ihr könnt mir gerne weitere Herausforderungen in die Kommentare stellen bzw. reinschreiben oder mir persönlich an kontakt@sandrabeilje.de eine E-Mail schicken. Und wenn ihr ganz, ganz viel Lust habt, dann könnt ihr natürlich auch mit mir einen kostenlosen Termin vereinbaren, der geht 30 Minuten und wir gucken einfach mal genau zusammen hin, wo drückt der Schuh, was kannst du vielleicht verändern. Manchmal sind es so ganz Kleinigkeiten. Gerade heute habe ich mit einer Kundin gesprochen, die sagte, Mensch Sandra, meine Morgenroutine, ich komme nicht so ganz aus dem Bett, mit den Kindern läuft das nicht, wenn ich das Bett verlasse, sind die auch sofort wach. Also da passt es auch nicht mit meinem Erfolgsjournal, was kann ich tun? Und da habe ich ihr gesagt, okay, vielleicht switchst du das Ganze einfach mal auf abends um. Vielleicht schreibst du abends dein Erfolgsjournal. Vielleicht versuchst du abends mal deine Yoga-Runde zu machen, wenn deine Kinder im Bett sind. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sie deutlich entspannter ins Bett gehen kann und eben halt auch abends dann mal ihren Tag für den nächsten Tag vorbereitet. Sprich, diese sogenannten Eckpfeiler schon mal bereitstellt und sagt, okay, diese Sachen möchte ich machen, trotz, dass meine Kinder zu Hause sind. Und das sind Sachen, die kann ich zum Beispiel mit Störung machen, also mit meinen Kindern zusammen. Dass man dann so Art 2 To-Do-Listen hat und sagt, das sind die Sachen, die mache ich, wenn meine Kinder beschäftigt sind, weil sie sich selbst beschäftigen, weil sie vielleicht auch mal eine Serie gucken. Ja, O-Ton, der digitale Babysitter, ganz klar. Und das sind Dinge, die kann ich mit meinen Kindern zusammen machen. Und das ist eine Sache, die probiert sie jetzt für sich aus. Und sie wird vielleicht feststellen, okay, ganz so passt es noch nicht. Dann wird wieder geguckt, warum passt es denn nicht? Was kann man vielleicht anpassen? Also auch da wieder den Druck rauszunehmen. Es gibt nicht die Allheilmethode, wo man sagt, so ist der Tag, steh bitte morgens um 5 auf, mach das, geh zur Arbeit, mach das, komm von der Arbeit, mach das. Und dann bist du mit durch. Das wird nicht funktionieren, weil dann wird eine Sache vergessen, nämlich ganz einfach du selbst. Du bist dann durchgetaktet, du arbeitest für alle anderen, du siehst zu, dass alle anderen die Bedürfnisse gestillt bekommen, aber du bleibst letztendlich auf der Strecke. Also an dieser Stelle kann ich dir nur sagen, nimm den Druck raus,
Geh ein bisschen relaxter damit um. Gucke auf deinen Körper, achte auf deinen Akkuzustand und wähle die Werkzeuge, die zu dir passen. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@sandrabaldi.de oder vereinbar auch gerne einen kostenlosen Termin mit mir. Und dann können wir uns natürlich auch persönlich über deine Herausforderungen unterhalten. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Lass das Ganze mal sacken, meine Worte, und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, deine Sanni.